Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Makedonen. Und die letzten Parts, die ich aufgenommen habe, oder als ich sie aufgenommen habe, das war echt wirklich wie verhext, ja. Die ganze Zeit war irgendwas los. Es gab da wohl jemanden, der nicht wollte, dass ich hier irgendwie weiterspiele. Fand ich wirklich total furchtbar. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht... oh, Mist, jetzt habe ich das hier. Ne, bitte, 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 bitte. Dann machen wir das nochmal ein bisschen anders. Geh nochmal raus, Setz Junge. So, da ist die Flotte. Dann gehst du jetzt nochmal rein. Ja, sehr schön. ja, was ich sagen wollte. Ich werde jetzt erstmal wieder so ein paar Parts weiterzocken, dass ich einfach nochmal wieder so ein bisschen Spielfluss reinkriege. Und dann mache ich mir nochmal ein bisschen Gedanken auch hier um die geschichtlichen Hintergrundinfos und so weiter. Bis dahin möchte ich noch um eine kleine Pause bitten, oder dass ihr mir eine kleine Pause zugesteht, was das jetzt angeht. Ja, ich weiß nicht, solltet ihr mal nicht irgendwo einen gescheiten Hafen anlaufen, wo ich euch fortbilden kann? Wie wär's denn mit Sparta? Ich weiß jetzt so gar nicht mehr genau, was ich im letzten Teil alles vorhatte. Das ist halt auch immer so eine schlimme Sache. Gehen wir nach Korinth. Ach nee, Moment mal, die wollten doch... Oder ist ja die Stadt... Doch, die Stadt hat... Einen, obwohl, ne Moment mal, Sparta hat da auch noch so ein Tempel des Ares. Da kriegen die doch bestimmt auch noch Erfahrung, oder? Gucken wir mal gerade. Bild die mal fort. So, unsere öffentliche Ordnung ist eigentlich insgesamt sehr gut. Ich bin da doch zufrieden. Sind bereit. Ihr wolltet mal hier hin. Setzt die Segel. Und ihr wolltet euch noch hier so ein Onage abholen. Die warten jetzt da mal ein bisschen. Ja, die Frage ist ja wirklich, ob ich dieses zweite Onaga noch brauche. Ich geh mal auf jeden Fall hier hoch. Wollen wir schon den Parthenon? Ja, wir könnten also auch, da Alexandria, also eine der größten Städte ist, könnten wir die Kavalleriestelle auch noch zweimal ausbauen. Und dann mit diesem Hippodrom, oder wie das dann heißt, da können wir dann die ultimative Kavallerie bauen. Aber der Pantheon ist halt auch irgendwie geil. Ich weiß nicht. Wir nehmen den Pantheon mal zuerst. Wir werden das hier ja noch ein bisschen spielen. Ja, und dann steht noch die Eroberung von Petra an. Ägyptische Stadt, die vorletzte, soweit ich weiß. Genau, ihr wolltet mal nach dorthin. So ist jetzt nur die Frage, wollte der Oienos noch hier zu ihm? Oder hatten wir nicht noch hier irgendwo einen neuen General gekriegt? Ich weiß es nicht mehr. Dann geht um eine Antiochia. Genau, damit wollten wir nach Palmyra. Sehr schön. Wollen wir mal auf jeden Fall noch so ein paar Bauern. In Damaskus. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Ah, hier sind sie, die neuen Generäle. Da war doch was. Abreas. Das ist mein Erbe, echt? Wusste ich gar nicht. Ja, krass. Ja, Strategos. Ja, Strategos. Nehmen wir den Burschen mal direkt hier raus. Geh mal hier hin. Ach, jetzt muss ich hier wieder diese Teile da ausschalten. Ja, und du läufst mal hier hin. Und genau, du läufst mal hier hin. Okay, jetzt können wir mal ein bisschen Gefolge übertragen. Das ist ja noch so eine Sache. Schildträger. Was haben wir da? Läufer plus 1 Kommando. Gib sie mal ihm. Veteran plus 1 persönliche Sicherheit, aha. Plus 1 Kommando beim... Der hat gar nicht so viel. Das ist der Verwalterkönig. Er ist leider verschwenderisch, aber ansonsten ist er ziemlich gut. Bergbauingenieur, ja, ja. Er hat aber keinen Rhetoriker, ne? Das wäre noch ganz interessant gewesen. Er hat jetzt immerhin mal einen Läufer. Was haben wir hier noch? Schildwache, Veteran, ja. Schildträger meine ich, Entschuldigung. Schildträger hierhin und den Veteran dann auch hierhin. Und den Barbarenläufer, den schenken wir uns mal gerade, weil ich nicht weiß, ob wir hier so viel mit Barbaren zu tun haben werden. Ja, Meister. Ja, lauf mal hier rüber. Unterwegs. Wir können nicht weiter. Hier, wo ist denn unser Verrückter? Da ist er. Vorwärts. Wollen wir mal einen total verrückten Wachturm dahin, bitte? Dann gehst du hier zurück. So, das Gefolge vergrößert sich. Das ist ja klar. Das lassen wir mal weg.
Frage ist noch, was machen wir jetzt mit der Armee? Ich glaube, wir wollten eigentlich weiter hier runter, wenn ich mich da richtig erinnere. Dann machen wir das mal auch. Die ganze Familie. Können natürlich auch noch einen unserer Generäle da nach Antiochia oder so abziehen, aber ich weiß nicht. Also halt, Damasus wäre halt noch so einer. Das verschwenderisch auch direkt mal 2 Punkte bei der Verwaltung abzieht, das ist halt auch echt saugemein. Ich meine, er kriegt halt so viel Verwaltungsboni. Dann müsste er eigentlich viel mehr haben. Müsste eigentlich viel mehr haben. Okay. Dann machen wir jetzt mal die Eroberung von Petra. Da ist nicht viel drin. Das machen wir natürlich selber. Und dann haben wir die Ägypter also fast geschlagen, fast endgültig geschlagen sogar. Gefällt mir persönlich jetzt sehr gut. Bin mal gespannt, wie das mit Armenien und Parthien weiterläuft. Jetzt beginnt der Ärger. Was heißt der Ärger? Man einfach die Ägypter platt und dann ist der Ärger Schnee von gestern. So, ja, wir haben eigentlich keine gute Aufstellung gehabt da drüben, deswegen stellen wir uns jetzt mal mit der ganzen Horde hier hin. Und die Bogenschützen schmeißen mal ganz schnell hier das Teil weg. Und wir nehmen die Pikeniere mal für den Rambock. Das sind halt die Einheiten, die wir am leichtesten wieder fortbilden können aktuell. Ich glaube, wir könnten auch mal noch eine zweite Armee aufbauen. Gegen die Römer. Noch ein bisschen drehen. Genau. Ja. Na, das ist auch eine schöne Formation. Und, nee, Moment, das geht auch so. Dann nehmen wir mal die Phalanx-Pikeniere oder die Pikenier-Phalanx, wie sie auch gerne genannt wird. Die Ausstellung bei der Phalanx ist nicht ganz so wichtig. Erstmal. Dann haben wir noch hier unseren General. Ja, den stellen wir aber an die Seite, weil ich nicht will, dass der da durch die Phalanx durchbrettert. So, mit dem Onaga. Ja, das können wir eigentlich riskieren, hier ein paar Gebäude anzuzünden. Genau, zum Tor. Auf geht's. Auf zum Atem. Sind da nicht in Reichweite. Dann bewegen wir uns mal vor. Gruppiert euch mal. Und die Bogenschützen auch. Und dann geben wir mal Gas, bis wir da an den Mauern sind. Also er macht ja da keine Anstalten, irgendwie aus der Stadt rauszukommen. Unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie niederrammen. Schade, wir können leider nicht drauf schießen. Das feindliche Tor ist durchbrochen. Upsala, nein, ihr sollt da noch nicht rein. Wir machen noch hier ein Loch rein in die Mauer. Die Mauern sind durchbrochen. Der Weg in die Stadt steht unseren Soldaten offen. Na, das ist ja super. Ach nee, Moment mal, hier drüben müssen wir garnisonieren. Unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie sie niederrammen. Genau, und du gehst mal hier hin. Information bitte. Bewegung!
Heute lächeln die Götter uns zu. Die Mauern sind durchbrochen. Ja, und unsere Truppen sollten vorstoßen. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben. So, jetzt wird er, glaube ich, gleich fickerig. Die Mauern sind besetzt. Vorwärts. Wir werden angegriffen. Sollen wir da mal hin? Na komm, put. Sehr schön. Halt. In der Phalanx bleiben, bitte. Lob sei den Göttern. Der feindliche König hat sich als Feigling erwiesen, der die Flucht ergreift. Ich habe das jetzt auch nicht anders erwartet. Aber ich habe es auch nicht anders erwartet, dass meine Bogenschützen da hier stecken bleiben. Ja, etwas schneller, bitte. Ach nee, guck mal, da hat sich einer verfahren. Hätte er mal besser einen Navi dabei gehabt. Aber das wird erst in 2000 Jahren erfunden. Der feindliche König wurde getötet. Dadurch werden seine Anhänger ins Zweifeln geraten. Ich gehe felsenfest davon aus. Genau, machst du alle. Angriff! Bereit! Königliche Pikeniere! Vorwärts! Vorwärts! Wir werden angegriffen! Ja, da schießt er noch, ne? Ist ja klar. Reißt die Götter! Na, das war's dann wohl. Keine Überlebenden, sehr schön. 31 besiegte Einheiten. Wo haben wir was verloren? Zwangspikeniere, ja, das wäre so beabsichtigt. Bisschen was bei den königlichen Pikenieren, das ist aber nicht wirklich schlimm. Ja, also wir haben genau bei den Einheiten, die wir am einfachsten fortbilden können, haben wir was verloren und das ist eigentlich auch gut so. Das ist so beabsichtigt. Ich meine, ganz ohne Verluste schaffen wir es hier nicht. Aber gegen Generalkämpfen hat man immer Verluste. Sieg! Und ja, es ist halt hier die Frage. Statthalterpalast, wir werden sie ausradieren. Wir werden den Schrein des Zarathustra platt machen. Bauen wir so einen schönen Tempel des Zeus hin. Der sieht auch viel besser aus hier. Gut. Wir können fortbilden. Nett. Wir können sogar ganz viel fortbilden, weil wir hier ein neues Militärgebäude drin haben, das wir vorher noch nicht hatten, nämlich eine Schmiede, offenbar, oder einen Rüstungsmacher oder sowas, ja. Gut, Schmiede wäre das nächste Ziel, was wir bräuchten. Seite vernichtet, Ägypten, cool. Das heißt, dann können wir uns hier auch mit dem, ach, guckt mal an, dann sind das jetzt Rebellen. Schöne Sache. Waren die Ägypter doch nicht hier oben, dann sind es vielleicht auch noch Rebellen. Ja, ist die Frage, also ich denke mal, vielleicht holen wir es uns einfach mal so, einfach nur damit wir hier das Territorium komplett haben. Ich meine, warum auch nicht? Wir werden hier noch ein bisschen warten. Also drei Bauern brauchen wir auf jeden Fall. So, wir sind noch nicht ganz fertig. Doch, fast fertig. Also hier sind wir mal zumindest ziemlich fertig. Sind bereit. Ach, da ist auch noch so ein Schiff. Setzt die Segel. Dann geh mal hier hin, weil ich glaube, nächste Runde kannst du dann da die Flotte zusammenführen. Dann kommst du da einfach mit. So, ich wollte, das ist mir jetzt noch ein großes Bedürfnis, eine zweite Armee gegen die Römer aufstellen. Und ich wollte jetzt mal den Vormarsch gegen Leptis Magna anfangen.
Wie alt bist du? 54 und 39. Deukalos der Wütende und Hermias der Eroberer. Na, also Hermias, das ist doch wirklich ein Bursch, mit dem kann man was anfangen. Die Onaga nehmen wir hier nicht mit. Ja, Strategos. Die Kavallerie nehmen wir mit. Mein Herr. Und die Bogenschützen hier nehmen wir mit. Ja, Strategos. Mein Herr. Ja, Strategos. So denke ich mir das. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Marschieren. Das ist hier von ein normaler Steuersatz. Ja, bild den mal fort. Wollen wir hier noch einen Bauern? Karthago geht ja eigentlich von der öffentlichen Ordnung. Dann zieh mal die Jungs hier noch rein. Mein Herr? Hier unseren neuen General. Mein Herr? So, 4 Einheiten Infanterie, 2 Fernkampfeinheiten, 3 Kavallerieeinheiten, 2 Generalseinheiten und ein paar Peltasten. Ja, das müsste eigentlich gegen Leptis Magna müsste das eigentlich da genügen. Ja, Meister. Gucken wir uns das mal an, da ist nicht so viel drin. Nee, das sollten wir wirklich recht gut schaffen. So, dann, ja, wir bauen erstmal hier noch ein paar Bauern und dann werden wir mit Archilochus, über den Namen könnte ich mich permanent kaputt lachen, dann werden wir mit Archilochus die Römer weiter angreifen. Mhm. Ja, so werden wir das machen. Genau, ihr schippert hier mal in den Hafen. So, was brauchen wir denn noch so? Also die Typen da dauern ja 2 Runden. Aber ich würde sagen, das ist es uns eigentlich wert. Wir bräuchten noch ein bisschen makedonische Kavallerie. Also ein bisschen was an Infanterie. Genau, holen wir mal noch hier eine Infanterieeinheit. Eine Fernkampfeinheit. Dito. Ne, Moment mal. Die hier und die hier. Ja, das sind ja auch noch ein paar. Komm mal mit. Wir sitzen fest, Herr. Und hier oben bauen wir mal einen Bauern. Und Apollonia baut ein paar leichte Lanzenreiter. Jetzt fangen wir nochmal an, eine weitere Armee aufzustellen, um gegen die Römer zu kämpfen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier noch mehr Infanterie bauen sollen. Also hier an der Seite haben wir ja auf der Seite haben wir halt keinen Krieg, ne? Insofern ist es besser, wenn wir die Einheiten hier bauen, denke ich. Wenn wir Probleme haben. Wir werden vielleicht Probleme kriegen mit Salona, dass wir die Stadt verlieren. Das könnte halt wirklich sein. So, 1, 2, 3, 4, 5 und dann... Mein Herr? Das ist nur eine Infanterieeinheit. Wo sind unsere... Haben wir noch gar keine Bauern in der Stadt, aber dafür haben wir alle Truppen fortgebildet. Bereit. Kommen wir bis nach Rom? Kommen wir direkt bis nach Rom? Zählen wir mal die Armee. Ja, Strategos. Können Rom angreifen. Ich glaube, das machen wir auch. Dann greifen wir Rom an, würde ich sagen. Ach, da ist der Alpman dabei. Pass mal auf den Arzt, den kannst du mal ihm geben. Was ist denn der Elkman so? Den Chirurg kann ich ihm nicht geben, ne? Der hat ja schon den Arzt, ne? Das wäre sonst ziemlich cool gewesen. Wir können natürlich auch. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, eine Infanterieeinheit mehr. Oder sollen wir Aretium angreifen?
Ist das befestigt. Da ist ja fast nur Prinzeps drin. Boah, leck. Wenn wir den Senat ausgeschaltet haben, ich weiß nicht, hier könnten ja die... Ich weiß ja echt nicht. Ja, genau, klick das mal weg. Tja, die Skipionen da unten, die wären auch noch ein schönes Opfer. Guck mal gerade. Also, wenn wir hier jetzt ihn nehmen. Wir nehmen mal hier unsere drei Generäle. Mal testweise gerade raus. So, machen wir das Schild hier weg. So. Und dann nehmen wir mit. Vier Einheiten Bogenschützen. Ja, Strategos. Die Infanterie hier. Herr, Befehle. Und die Infanterie hier. Weiter. Und die Infanterie hier. Weiter. Das Problem ist, wir kommen wahrscheinlich mit den Onagern nicht dran, oder? Ja, doch, wir könnten fast. Nee, wir kommen nicht dran. Wir sind ein Feld zu weit hinten. Ist von der Garnison aber noch ausreichend, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einheiten Nahkampf. Das ist relativ wenig gegen Römer. Herr! Herr! Vorwärts! Mein Herr? Aber ich würde sagen, wir nehmen mal doch die Onager mit. Marschieren. Das geht eigentlich noch. Halbwegs. Ne, die Samniten will ich nicht. Befehle? Ja, nimm sie mit. Marschieren. Mein Herr? Und die Bogenschützen auch noch. Das Schiff ist bereit. Die Einheiten laden wir jetzt hier ab. Das Schiff ist bereit. Belagern hier mal noch den Admiral Spurius. Ja, Strategos. Es ist schade, dass die Kavallerie angeschlagen ist. Sehr schade sogar. Das Schiff ist bereit. Ja, wir haben hier noch Reservetruppen ansonsten, aber damit werden wir auf jeden Fall mal Salona befreien. Mein Herr? Und hier, ja, da sind halt die ganzen Hottehüs drin, ne? Hier sind oben bereit. Fehlt uns noch so ein bisschen Infanterie. Damit müssen wir eigentlich nach Lilibion. Na, okay, gut, das können wir auch noch auf dem Landweg schaffen. Ja. Belagern wir Arretium oder marschieren wir weiter vor auf Rom? Das ist jedenfalls die dickste Armee. Wir belagern Arretium. Ja, ja, ich weiß, aber ich will da ehrlich gesagt nicht unbedingt rein. So, belagern. Die Siedlung wird belagert. 8 Runden. So lange werden wir es belagern müssen. Super Sache. In Segesta haben wir schon einen drin, ne? Ja, dann lauf du mal hier hoch. Ja, ich denk's mir auch, ne? Die Julia, die sind eigentlich eher so unser Problem. Also die anderen Fraktionen jetzt nicht so wirklich. Ja, dann guck mal rum. Suche nach Hinweisen. Zu Diensten. Spione. Na schön, die Spione werden besser. Ja, wir belagern hier. Und ich bin so geisteskrank, ich riskiere auch eine Schlacht gegen die Römer auf offenem Feld in der Verteidigung. Befehle? Das sollten wir doch schaffen. Ja, wir werden so oder so bei der Verteidigung dann ein ungünstiges Terrain haben, aber wir haben immerhin die Onager dabei, damit kriegen wir schon was weg. Denke ich, wir haben hier dummerweise keine Furt, auf die wir uns stellen können. Allerhöchstens noch hierhin und die Römer provozieren, aber ich glaube nicht, dass sie uns angreifen werden. Die versuchen bestimmt nächste Runde einen Ausfall, denke ich. Er holt noch irgendwie, obwohl,
Ja, er könnte noch den Hauptmann Käse irgendwie dazu nehmen, aber ich glaube, die versuchen nächste Runde einen Ausfall. So, wir belagern weiter Kroton. 6 Runden noch, das kann auch nicht mehr so lange dauern, bis die sich wehren wollen. Okay, ja, und dann haben wir das Wichtigste für diese Runde gemacht und dann gucken wir mal, ob sich da noch jemand wehrt gegen uns. Ja, hier wollten wir ein bisschen rasten und dann weiter Richtung Westen. Schön, ja. Ich glaube, vielleicht lassen wir sogar die Armee hier in Damaskus. Vielleicht lassen wir die sogar, also wir zögern sie dann nach Palmyra. Aber einfach, dass wir hier ein paar Leute haben, um uns verteidigen zu können. Gut, nächste Runde. Ich speichere nochmal gerade. So, auf geht's. Was habe ich vergessen? Den Spion habe ich vergessen. Ah, jetzt werden wir angegriffen. So, erste Schlacht gegen Cornelius Brutus. Und ja, okay, gut. Das mit den Triariern, das wird halt so eine Sache. Sollen wir da jetzt noch reingucken oder machen wir das im nächsten Teil? Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Teil. Ich bedanke mich dann an der Stelle schon mal ganz herzlich bei euch fürs Zugucken und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir weiter gegen die Römer kämpfen. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss.